Herzlich willkommen zu den Norderneyer Adventsmomenten. Heute Türchen 20. Ich stehe hier am Januskopf direkt vom Strand und freue mich, dass ich die Aufnahme so machen kann, denn ich habe ein neues technisches Gadget. Ich habe hier am Revier ein Mikrofon klemmen, sodass ich etwas weiter von der Kamera weggehen kann und man mich hoffentlich trotzdem noch sehr gut versteht. Und das Wetter ist unfassbar schön und hier am Strand ist es großartig. Ich gönne euch einmal gerade einen Schwenk. Und da seht ihr auch direkt den ersten Wassersportler, der ins Wasser geht. Aber das ist gar nicht der erste. Also es ist ungefähr 12:30 und die Flut war um 11:45. Es ist immer gut, kurz nach Flut die Aufnahmen, also nach Hochwasser die Aufnahmen zu machen. Denn die Wellen, die von hinten kommen und dann doch vielleicht die Füße nass machen wollen, die werden dann immer etwas kleiner und bleiben etwas weiter weg. Und als ich heute Morgen auf meiner Joggingrunde hier ungefähr um 10 Uhr vorbeigelaufen bin, saß schon der erste Wellenreiter noch mit eingepacktem Surfbrett am Strand und hat sich die schöne Szenerie angeschaut. Der Adventsmoment gestern, der war ja ausgesprochen lang, dafür wird er heute ziemlich kurz. Als erstes hören wir ein Gedicht, geschrieben und gelesen von Janina, Abschied vom Christkind. Im Hintergrund läuft dazu der berühmte Pachelbel-Kanon. Danach hören wir noch einen Song von den Starfish Singers. Die Starfish Singers sind natürlich vielen Norderneyern und Urlaubsgästen ein absoluter Begriff, weil diese legendären Gospelkonzerte mit Band, mit cooler Beleuchtung, mit fantastischen Solisten einfach riesig viel Spaß machen. Deswegen freue ich mich sehr, dass die Starfish Singers sich in diesem Jahr bei den Adventsmomenten auch so schön einbringen konnten, natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen. Für alle, die sowas auch gerne mal erleben wollen, habe ich ein Angebot. Im Oktober nächsten Jahres findet hier eine Gospelwoche statt. Man kann kommen hier auf die Insel, wenn man hier sowieso schon wohnt, und eine Woche zusammen Gospel singen. Die Starfish Singers sind nicht automatisch alle dabei, wenn dann einzelne. Also wird das mehr geprägt von den Menschen, die extra dafür kommen. Und ich habe aktuell schon über 35 Anmeldungen, bis 60 Menschen kann ich annehmen. Und wenn euch das interessiert, dann verlinke ich euch hier unten noch, wo man da mehr Informationen dazu findet. Der Song, den die Starfish Singers, also einige wenige der Starfish Singers, heute für euch singen, Silent Night, Holy Night, ist im Arrangement von Christoph Schlechter und dazu gibt es Bilder von Albertus Stürenburg. Albertus hat einen Facebook-Account, auf dem er regelmäßig fantastische Bilder hier von Norderney veröffentlicht. Ich bin selbst ein großer Fan davon und kann die Freundschaft mit ihm nur sehr empfehlen. Am Ende verlinke ich auch wieder den Beitrag von vor einem Jahr. Und nun viel Spaß mit dem heutigen Adventsmoment. Abschied vom Christkind. Ein Gedicht für Jung und Alt. Es rückt immer näher der Heiligabend. Alles draußen ist fertig geschmückt. Vor allem die Tannen mit Licht wohlhabend, auf dass das Christkind bald anrückt. Wie jedes Jahr die Frage, was wir essen, ob für Familie, Hund oder Katz. Es liegt immer im eigenen Ermessen, was und wie viel findet im Magen noch Platz. Da ist noch die Sache mit den Geschenken. Was holt man wieder für die Frau? Statt sie dieses Jahr vielleicht zu kränken, erhofft sich jedermann ein begeistertes Wow. Auch die Kinder sollten nicht zu kurz kommen. Für sie ist es die schönste Zeit. Alle Kinder hoffen, sie haben sich benommen. Sonst tut es mir wirklich leid. Vor allem, wenn das Kind groß ist. War es das letzte Mal fürs Christkind? Aber sei nicht traurig bis zu dieser Frist, denn Geschenke gibt's, bis wir alt sind. Ob es der Duft von Gewürzen ist oder all die vielen Lichter an jedem Haus. Denn eins, das weiß jeder Christ, das wahre Geschenk macht gänzlich Weihnachten aus.